Willkommen, Kameraden! Wir melden uns zum Dienst! Mit dabei ist heute der Enno. Melden Sie sich! Anwesend! Navo, melden Sie sich! Anwesend! Weeper, melden Sie sich! Ich bin nicht da! Dann ab in den Kampf! Hurra! Also ich gehöre nicht zu den Seals, tut mir leid. Ich bin kein Army Ranger oder sonstiges. Was machst du da mit dem Seitenruder? Also wir müssen links herum fliegen. Eine schöne Kurve und fast wieder in die Richtung, aus der wir gekommen sind. Achso, was machen wir eigentlich aber jetzt nochmal in der Mission? Mit dem Berg dort. Wir müssen diesen Flieger hier wegbringen. Ich flieg diesmal ein bisschen höher. Ja. Nur damit wir das Fahrwerk nicht wieder verlieren. Kannst noch an Höhe gewinnen, aber wir müssen einmal 90 Grad nach links. Auf. Oh Gott! Auf Kurs 270 bitte. Flughöhe FL300. Die Richtung sieht gut aus. Du könntest noch ein bisschen nach rechts ausholen, weil wir dann schon gleich den richtigen Winkel für die Landung haben. Okay, die Landebahn ist noch nicht in Sicht. Nein, sie befindet sich hinter dem Berg. Genau im Tal beim Fluss. Oh Gott. Ich sehe sie schon da unten links. Ja, links und am besten halt die Kurve schön nehmen, damit du gut reinkommst. Siehst du sie? Ist doch irgendwann noch runter, sie ist direkt unter uns. Ach so, direkt unter uns. Ich würde jetzt eine Platzrunde machen, westliche so Richtung. Ich drehe noch einmal nach links ab, mach fliegt eine Kurve und dann sanfte Landung. Da kann ich regressiver ansetzen. Ich glaube, aus dem Tal zu landen wäre etwas sinnvoller, oder? Weil hier hast du einen Berg im Weg. Aus der Richtung. Wer glaubt an Gott? Das schaffen wir. Ich fühle mich noch ein bisschen zu hoch. Da sind zwar ein paar Kühe im Weg, aber das schaffen wir. Da sind Kühe! Oh Gott! Butter! Oh Gott, noch mehr Kühe! Butter! Zweite Landung! Es gibt Schnitzel! Oh Gott, oh Gott! Enzel! Ja, etwas eingerostet bin ich, aber die Grundlage muss ich auch. Jetzt bring mir Hilfe! Lieber mit unserem Medic im Auto oder mit mir im Dodge-Chester? Ich glaube, wir müssen noch ein Stück zurücksetzen, wenn es geht. Die wollten am besten die Sachen da hinten bei dem gelben Auto haben. Einmal kurz aus dem Weg, Mr. Medic. Medic, bitte aus dem Weg. Ich will nicht dieselben Fehler machen wie du. Schießt hier jemand? Ja, unser Sniper macht gerade Schnitzel fertig. Ja, gut, unser Essen. Hau mal ab, du Rindvieh. Los, los. Noch ein Stück an dem Heli vorbei. Geschafft. Melden wir den Rebellen. Ja, genau. Gut. So ist wunderschön. Ja. Die haben Spaß. Gut. Das, die Folge können wir nicht bei Peter zeigen, oder? Es sei denn, du willst zeigen, dass es Spiele gibt, die verbieten müssten. So, einmal mir nach. Weil hier hinten wollten sie uns was als Belohnung hinterlegen. Super. Bei der ganzen Kohle hätte ich gedacht, das Kartell macht schönere Orden. Sehr gut. Gibt es hier noch mehr? So vielleicht noch so ein Munitionsbaggy oder sowas? Wir hätten noch ein paar Informationen, die sie auch noch hier haben wollten. Und zwar müsste da hinten ein Farmgebäude sein. Quasi jetzt Richtung Heli und dann nach rechts weiter. Positiv. Der Strecke folgen. Wenn es das Weiße ist. Mit zwei Silos? Ja, da vorne müsste es sein. Und dort müsste irgendwo ein Informationslager sein. Feinde? Ich denke nicht, dass Feinde so nah bei unseren Kollegen sind. Okay.
Negativ, ich sehe einen Tango. Bestätige. Positiv. Okay, unerwartet. Ich schaue einmal. Drohne fliegt. Korrigiere, sehe zwei. Drei. Okay, sehe ein schweres Fahrzeug. Wir bleiben auf unserer Seite vom Fluss und gehen einmal nur in dieses Farmgebäude rein. Dann hoffen wir, dass keiner im Gebäude lauert. Im Gebäude hier oder wo? Ja, sauber. Weil ich sehen kann, ist es sauber. Sehe die Infos. Nachschub. Munition. Hab ich übertragen. Müsste sich um Waffenteile gehandelt haben. Oder um Waffen generell, also irgendwelche. Hey, hallo! Irgendwelche Informationen über Waffen. Also wir sind hier ganz in der Nähe von einem Konvoi, den wir uns mal anschauen sollten. Deswegen müssen wir den mal anhalten. Also ab ins Auto. Haben wir irgendwo ein Fahrzeug? Wir haben einen schweren LKW. Ich weiß dann nichts. Der willst du es, glaube ich, reichlich nehmen. Negativ, das ist ein Zweisitzer. Es sei denn, man kann hinten auf die Ladefläche. Die ist aber beladen. Okay, das wäre natürlich guter Schutz gewesen. Tango, ausschalten, wenn möglich. Erledigt. Er ist tot. Sehr gut. Wir könnten uns da, wo wir die beiden Tangos vorhin gesehen haben, reingehen und das schwere Fahrzeug klauen. Da ist ein Fahrzeug mit einem dicken MG oben auf dem Dach. Widerspreche, haben wir auch hier Fahrzeuge mit vier Sitzen? Dann denke auch. Für das leichte Fahrzeug, unauffällig und ohne Gegnerkontakt. Außerdem sehe ich gerade vier Tangos. Ja, einmal zurück. Positiv. Ich bin schon unterwegs. Und was haben wir dort? Einen Transporter, guck mal. Wieder ein kleinen Minivan. Benötige eine Richtung. Einmal hier vom Land runter, genau. Und dann nach links. Der Straße folgen. Er befindet sich auf derselben Straße und fährt in dieselbe Richtung. Wir müssten uns irgendwann von hinten an ihn nähern. Ich melde ein Problem bei diesem Fahrzeug. Ich kann die hintere Tür nicht mehr öffnen, somit kann ich nicht aus dem Sichtweite, langsamer. Oh ja, stimmt. Ich sehe es auch. Könnten das Fahrzeug wechseln? Ich bin dafür, dass wir das Fahrzeug wechseln, ja. Weil ich kann die Tür hier nicht beim Fahren öffnen. In welches, wenn wir gehen? Okay, in den großen. Dann eine Cadillac. Mal. Hier kann man raus. Ja. Folge dem Fahrzeug unauffällig. Wir müssen ihn aufhalten, also eventuell Reifen zerschießen. Ein, eventuell erst einmal überholen und. Überholen und ich versuche auf den Panzer zu schießen. Oder so. Die Reifen dürfen gepanzert sein, beziehungsweise schusssicher sein. Zwei Gegner sind da drin. Oh, sie haben uns bemerkt. Das Fahrzeug ist schneller. Deutlich. Gut. Ziel gesichert. Verschwinden wir. Ich liege, einer befindet sich bei mir. Ich bin ebenfalls down. Ihr Nomad. Der Konvoi ist sicher. Er läuft zu Reaper. Er ist hinter dem Wagen. Die Vorräte gut an einem Baum. Meine Leute suchen nach direkt neben mir am Bäumchen. Moment. Ausgeschalten. Ich bräuchte da so ein helfendes Handy. Kriegen Sie. Mir steckt da so eine Kugel im Rücken. Einmal nicht liegen. Park. Mir geht's auch nicht so gut. Entschuldige die Unterbrechung. Da liegen sie. Hier, Amigo. Meine Leute können die Vorräte gut gebrauchen. Meine Leute suchen nach La Yuri und El Polito. Doch in der Zwischenzeit könnt ihr noch etwas für uns tun.
Ich habe eine Reserve vorbereitet. Ein Ruf zu den Waffen, den wir von Itaco haben. Wir noch so einen, der meinte, Santa Blanca wird Truppen losschicken, um die Übertragung zu unterbinden. Freilassen oder töten? Mein Problem. Ich brauche zuverlässige Leute, die eine Sendeanlage finden. Naja, die Gefahr besteht, dass er. Okay, Katari, machen wir. Beziehungsweise uns hintergeht. Andererseits kann man nicht wissen, ob er doch überläuft. Das ist kein großer Verlust, glaube ich. Dann stirb. Da wir nur einen Lackschaden haben, können wir dieses Fahrzeug nehmen. Ich fahre. Ansonsten könnten. Ja, der ist verloren. Bin mir gerade unsicher. Ja. Ja. Ich dachte doch jemand, das vorne noch frei ist. Haben wir die Möglichkeit, das Fahrzeug, das wir gerade angehalten haben, noch zu bewegen? Bei dem auch würde ich es aber lassen. Auch wenn er gepanzert ist, dürfte das schwer sein. Außerdem ist das kein Viersitzer, wie es scheint. Ich habe ein bisschen Uni, der Typ. Feindkontakt auf der Straße, falsches Fahrzeug. Auf Kollateralschaden achten. Könnt ihr ihn verhören? Bin schon auf dem Weg. Hey, Cowboy-Type hier, alle. Vamos, mir nach. Alle, na, was willst du, hä? Willst du Pause mal? Mach lieber den Mund auf, Arschloch. Ich rede, okay? Ganz ruhig! Unschönerweise befürchte ich, dass wir dieses Fahrzeug doch brauchen, das wir angehalten haben. Wir sollen Sender aktivieren als nächstes. Und ich befürchte, dass dieses Funkfahrzeug dafür notwendig ist. Hat dafür jemand zufällig einen Schraubendreher dabei? Also, nee. Leider negativ. Also das hier war aber die Versorgung, ne? Die habe ich schon markiert. Warte, ich steig einmal ein. Bewegt sich das Fahrzeug noch oder ist es tot? Oh. Einmal aufpassen, du überfährst bald wieder jemanden. Bewegt sich auf jeden Fall. Bloß wie lange? Wie gesagt, die Rauchentwicklung lässt auch nichts Gutes schließen. Also ich bin mir unsicher, ob wir wirklich dieses Fahrzeug brauchen. Auf jeden Fall... Ja. Wir können es ohne versuchen. Wir versuchen es ohne das Fahrzeug. Mal rüber, ich bin da rein. Ja, schon geschehen. Okay. Die Richtung ist richtig und da vorne links. Sehr gut, der Straße ziemlich lange folgen. Ach ja. Damals im Westen. Wo noch nichts Neues war. Da ist man auch auf der falschen Straßenseite gefahren. Was? Was? Stimmt. Hä? Nix, nix. Da vorne immer noch geradeaus. Oh, was ist das denn hier? Hey, ist eine Karte im Rad. Haben wir wenigstens eine zusätzliche Karte. Eine Karte mit vielen komischen Lichtern und Punkten und Machen und Tun. Ich habe keine Ahnung davon, das überlasse ich dir. Oh. Ist das einfach Feindfahrzeug vor uns? Weiter geradeaus? Negativ, das sieht mir nach einem Kreiskurs aus. Nein. Eine sehr kurvige Strecke folgt jetzt. Hui! Beziehungsweise Serpentin. Wir müssen nämlich den Berg hoch. Und ja, wir benutzen die Straße dafür und nicht den Berg.
sagen hier, du hörst nämlich schon nicht so an, als würde er das schaffen. Ah. Nicht so negativ einfach denken. Einfach einen Gang runterschalten, dann hast du wieder Umdrehung oder Drehmoment. Ja, im schlimmsten Fall geht uns der Motor hoch. Na ja, ist ja nicht schlimm. Wir sitzen ja nur hier drin. Naja, wir sitzen immer noch hinten. Ja, ja, genau, wir sitzen hinten. Hast ja. du mal so einen Motorblock auf dich zufliegen sehen? Da ist egal, was dein Weg ist. Wir haben theoretisch eine höhere Überlebenschance als die zwei da vorne. Dem Fahrer kommt die Lenksäule entgegen. Am besten hier irgendwo schon anhalten. Weil wir müssen da vorne rechts hoch. Ich denke, das geht zu Fuß besser. Davon abgesehen haben wir auch einen Lieutenant hier im Lager, den wir vielleicht noch bezüglich ein paar Nahrungseinsätze etc. kontaktieren können. Nahrung klingt gut. Darum freut sich unser Medic. Starte Drohne. Wie kommt der immer nirgends hoch? Es befinden sich auch Zivilisten hier. Es scheint eine kleine Stadt zu sein. Ziel ist es, den Funk zu stören, meine ich. Nein, also den Sender zu starten. Okay, dann sollten wir irgendwo eine Funkstation ausfindig machen können. Also der Lieutenant befindet sich schon hier bei uns bei einem Haus. Ich muss gerade mal genau gucken, welches das ist. Ich sehe keine Funkstation. Bei welchem Haus genau? Nähere Informationen? Es ist so hellbeige. Eine Ruine ist daneben und das ist ganz hellbeige, irgendwie so ein bisschen gelblich. Unser Sniper befindet sich auf einem Dach beim Nachbarhaus. Ist das zweistöckig? Nein, es ist ein kleines Hütchen. Negativ sehe ich es nicht. Ich sehe eine Ruine. Ja, so gelblich. Hier sind keine gelben Häuser. Also ich habe hier ein... Ja, ganz außen. Ganz außen. Bin vor Ort. Okay, dort müsste sich ein Lieutenant befinden. Ich weiß nicht, ob er uns feindlich oder freundlich gesinnt ist. Auf jeden Fall hat er Informationen für uns. Es könnte der Mann mit dem Cappy sein. Ja, es ist der Mann mit dem Cappy. Benötige Standorte von euch? Auf meinem Dach. Okay, bestätigt. Ich kann dir leider nicht genau sagen. Ja, das sehe ich. Schalten wir sie ein. Gebt einen Ruf, warum die Rebellen die Dinger ausschalten. Wegen all dem Blei vom Kartell. Na dann, schleudern wir es doch zurück. Katkatari hat Eis. Könnt ihr mich hier sehen? Gib ihm den Finger und er nimmt die ganze Hand. Könnt ihr mich hier sehen? Wenn er uns zu dieser Politik bringt, ist es das wert. Ja. Dieses Gebäude ist gemeint, hier ist eine Person. Das Kartell greift hier massiv an, sobald die Übertragung beginnt. Das müsste unsere Zielperson sein. Ich sag mal freundlich hallo. Da befinde ich mich ja ganz woanders. Ja, ich sehe dich, du rennst auf uns zu. Haben Sie was über Kartell oder Sicarios gehört? Gracias. Viel Glück. Markiere Nachschub. Ja, war nett. Hier gibt's Muni. Okay. Was? nimm die Sekundärwaffe. Meine ist zu laut. Dein Schalldämpfer? Für eine 50er Kaliber Desert Eagle gibt es keinen Schalldämpfer. Okay. Außerdem darf man dieser Waffe keine Maulsperre verpassen. Hallo? So, wir müssen der Straße folgen. Es könnten Feinde in der Nähe sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich brauche ein Dach. Obwohl, ich versuche mal hier hochzuklettern. Von da oben kann man doch bestimmt gut reingucken.
Oh Gott! Bitte nicht überfahren werden. Das Dorf ist ziemlich friedlich. Ich glaube, ich sehe Munition. Ich sehe bisher nur Zivilisten. Einer ist am Beten, der andere guckt sich die Straße an und noch ein weiterer rennt gerade irgendwo durch die Gegend. Unser Medic ist bei dem Zielhaus. Was? Bei dem kleinen Lager. Laut Karte müsste es das Richtige sein. Ja. Unbeabsichtigt, hier sind Rohstoffe. Ist da die Möglichkeit, den Sender zu aktivieren? Sieht nicht so aus, nein. Negativ sieht zwar Elektroausrüstung, aber. Der Sender befindet sich hier vorne in einem Fahrzeug. Ah, sehe den Sender, ja. Kann ihn aktivieren. Das könnte Feinde zu uns locken. Deswegen kann. Am besten schon mal gucken, dass man hier irgendwo quasi sich in Sicherheit bringen kann. Kann hier die Treppe hoch zum weißen Haus, wo der Sniper ist? Was ist mit mir? Na, nix. Damit. Also von meiner Stellung aus dürfte ich gut Feuerunterstützung geben können. Wir könnten für den Fall der Fälle Minen legen, aber ich mache mir Sorgen um die Passanten. Guter Einwand. Hier ist zu viel los, stimmt. Bin in Position. Warte auf weitere Weisung. Wenn alle bereit sind, dann aktivieren wir den Sender. Ist die Frage. Dann bin bereit. Ich bin auch bereit. Negativ, hinter einem Hühnerkorb ist glaube ich auffällig. Na gut. Dann kann Return to Sender. Ja, Feinde nähern sich mit einem Auto. Welche Richtung? Berg hoch oder berg runter? Da, wo wir her. Berg runter. Und berg hoch. Zwei Fahrzeuge. Ich übernehme die Berg ab, die vom Berg kommt. Berg hoch, ein Abschuss. Sie kommen mit dem Auto weiter um die Kurve rum. Explosion war ein Abschuss. Fahrzeug zerstört. Weiteres Fahrzeug von unten. Kein Schussfeld. Granate fliegt, fliegt auf die Säcke. Sauber. Auf Kollateralschäden achten. Zeig bei euch. Unbekannte Schussrichtung. Okay. Ich sehe leider niemanden. Ein Tag noch auf der Straße. Stone. Aua! Von hinten angeschossen. Gegner vom Bergrichtung vermuten. Ein weiteres Fahrzeug nähert sich von Tau. Ja. Fahrzeug ist angehalten, sie steigen aus. Granate fliegt. Granate! Scheiße, Mann! Das dürfte sie alle erledigt haben. Nein, ein Feind ist da noch. Einer ist dran. Da haben wir noch einen Feind bei dem Auto. Kann ich nicht anfangen. Kein freies Schussfeld. Hier brennt. Erledigt. Ja, Explosion. Gesendet. Das sollte die Moral der Rebellen steigern. Okay, wir haben es geschafft. Die Stadt ist in Schutt und Asche geleckt. Zumindest ist doch der Straßenbahn jetzt einiges an Arbeit haben. Schasse? Gern geschehen. Und was hast du über Juri und Polito? Noch nichts. Die beiden verwischen ihre Spuren. Aber meine Leute arbeiten daran.
Schon bald werden wir mehr wissen. In der Zwischenzeit stehen meine Brüder in Itaqua bereit, euch bei Bedarf zu helfen. Meldet euch und sie werden kommen. Ich werde dran denken. Okay, das hätten wir erledigt. Wo müssen wir hin? Compadre, ich hab da vielleicht... Wir könnten uns noch einen Orden über Juli Hippolito hat. Ich höre. Einer meiner Leutnants konnte ihnen entkommen. Er ist in ein Dorf namens Kulta geflohen. Statt ihn an das Kartell auszuliefern, hat ihn das Dorf versteckt. Verdammt mutig von ihnen. Zur Vergeltung hat Santa Blanca das gesamte... Ist Kulta noch in unserem Gebiet hier? Nein, es ist ein Dorf im Norden. Dann sollten wir vielleicht erst die Aufgabe hier erledigen, bevor wir irgendwo anders hinmarschieren. Die Aufgabe hier, meinst du den Orden oder meinst du, wir sollen seinen Lieutenant retten? Ja, die Aufgabe hier, weshalb wir diesen Dingsbums hier gemacht haben. Wir müssen doch noch Juri und Polito ausschalten, den Vollidioten, die da zwei da. Aviso, Rea prohibida, no es te permitido en la sesión pública en esta Rea. Dann... Dann fahren wir zu dem Dorf im Norden. Ich würde aber vorschlagen, erst einmal wieder aufzumunitionieren, oder habt ihr das schon? Schon erledigt. Okay. Ist schon erledigt. Wenn der Orden hier direkt in der Stadt ist, können wir den gleichzeitig noch mitnehmen. Ansonsten. Er ist ein Stückchen weiter im Berg hoch. Ah, das ist ein freies Fahrzeug. Ja, aber es scheint eine Base zu sein vom Militär. Dann sollten wir das vielleicht nicht. Nein. Wir kümmern uns erstmal um den. Du siehst ja diesen Rauch aus, oder? Ja. Das ist nur nicht nach Diesel 4 Norm. Okay. Ich würde sagen, der hat ein Problem mit dem Abgaskrümmer. Guck dir mal hinten die Delle an. Kein Wunder, dass der Wagen kaputt ist. Der ist neu. Welches hinten? Oh. Das ist eine einzige Delle. Da ist doch fast, also wir müssen dran. Schon in die andere Richtung. Negativ, da ist keine freie Straße, obwohl ich kann es versuchen. Ja. Mach mit dem Scheiß, der Wagen brennt doch eh schon. Achtung. Ich sehe uns gleich schon bei den Engelchen flöten. Ich konzentriere mich mal auf die Karte. Ihr sagt Bescheid, wenn das Auto in Flammen aufgeht. Wir brennen. Ja. Nein, noch nicht. Da wird es echt schreien. Ich könnte mal eine Granate hier drin zünden. Oh, hier steht ein Neuwagen. Jetzt ja, ist er nicht aussteigen, drin. Aussteigen. Das Auto brennt nicht. Ja, aber. Ja, beim Rot, Braun, Schwarz. Rot, Braun, Schwarz. Alle Farben, die Stuhl annehmen kann. Puh, ich hab uns irgendwie schon den Hang runterrollen sehen. Na, wenn das passiert, dann sind wir auf jeden Fall tot. Bei dem kokelnden Fahrzeug. Oh! Also, da kannst du nichts für, der ist ja vor das Auto gesprungen. Ja, ich hab mir auch so gedacht, was denn der? Das sind Versicherungsbetrüger. Eieiei. Ja. Oder er will nicht mehr. Ja, da gibt's schönere Methoden. Wobei das wenigstens unerwartet kommt. Zwei Minuten. Hinter der Kurve auf der rechten Seite. Also nicht knapp hinter der Kurve, sondern erst über den Fluss rüber und dann hinter. Also dann rechts befindet sich ein Informationslager, beziehungsweise zwei. Da sollten wir vielleicht nochmal kurz zwischenhalten. Gegner auf der rechten Seite. Gegner. Wir halten hier. Und versuchen in das Gebäude reinzukommen. Okay. Das ist ein wunderschöner Parkplatz. Fand ich auch. Hast du mich nicht woanders rauslassen können, wo ich auch mal ein bisschen was sehe? Unterwegs. Habe Einblick durch Löcher ins Gelände, sehe aber nichts. Wir haben, wenn wir durch das Tor kommen, direkt drei Feinde. Es wäre vielleicht gut, wenn wir erst
von hinten quasi über die Mauer klettern, aber zum Beispiel nicht da, wo der Wanwa gerade steht. Da ist kein Schutzcenter. Ja. Guck mal eben. Ich stimme eben zu. Suche eine bessere Position. Aber ein einzelnes Ziel draußen vor der Mauer, ich neutralisiere. Ja. Positiv. Tango am Boden. Einer befindet sich auf dem Balkon, kann jemand den sehen? Negativ. Eine weitere Person kommt auf das Tor zu. Könnte sein, dass er rausgeht. Wäre natürlich. Wenn er rausgeht, ist er tot. Aufklärung benötige Freigabe, hier über die Wand zu gehen. Einmal kurz abwarten, wann wir. Er ist erledigt. Zwei Ziele neutralisiert, musste schießen. So, wann wir was bitte? Ich brauche die Freigabe, hier über die Mauer zu gehen. Das Tango auf dem Balkon sehe ich. Dann neutralisieren. Neutralisiert. Tango getroffen. Sehr gut. Ja, Wanwa, du kannst auch rübergehen. Garage ist sauber. Auf dem Gelände ist niemand mehr. Hier ist Munition und Treibstoff. Gelände kann vorgerückt werden. Befinde mich im Gelände. Oh, schönes Auto. Positiv. Befinde mich ebenfalls im Gelände. Oh, was Haus ist auch clear. Wir sind allein. Woo! Information. Wir sind auf der Suche nach zwei Informationslagern, die sich im Haus befinden sollen, angeblich. Dito hat einen Schlepptop gefunden, haben wir einen Hacker anwesend? Ja, lass mich mal wieder ran. Hab es dir per WhatsApp geschickt, glaube ich. Das war's nicht. Komm. Ja. Hab den Standort einer Kartellantenne gefunden. Die sollten wir mal abschalten. Ich weiß, wo eine Kartellsendestation ist. Mal, ja, schalten wir was auf, jetzt sollen wir was abschalten. War auch nicht schlecht. Bock, Bock. Was das ja, nun? Ich hab Huhn gehört. Wo ist das Huhn? Wo ist das Huhn? Mach mal, mach mal. Ich hab's genau gehört. Wo ist das Huhn? Okay, wir haben hier alles. Wir können weiter. Wir könnten hier draußen ist ein schönes Auto. Ja, und das ist sogar noch ganz. Ja, noch lange. Er steht mit der Erlaubnis, mit dem Pickup fahren zu dürfen. Erlaubnis erteilt. Okay, unser Fahrer will mal nicht fahren. Okay. Nur weil es dein Pickup ist. Solange du auch gut fahren kannst, ist alles recht. Wo müssen wir denn hin? Rechts. Sieht aus wie ein U-Boot mit diesem Ding. Jetzt links. Ja, das kann jetzt wieder was werden im Regen. Da vorne geradeaus. Und der Straße folgen. Ich melde an, wir sind über der Zeit. Benötiger. Ja, okay, sind wir soweit? Wann warst du gerade gemutet? Was? Wahrscheinlich steckt dir was im Hals. Moment. Das Ding hat ein Endlinges. Mach mal bitte einmal das Radio aus. Danke. Jo. Okay, damit würde ich sagen, Kameraden. Beenden wir den Einsatz. Wir sehen uns das nächste Mal wieder um 18:00. Und ja, macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.